Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange mit der Melody und mir. Ohio. Und heute kümmern wir uns ums Tagebuch der letzten Episode. Ja. Ja, da steht aber leider die Dings nicht drin, die Endentscheidung. Ja, die kriegt man da leider nicht mehr rein. Aber es ist ja eh einiges passiert. Ja. Ich fange dann mal an, wa? Bitte. 11. Oktober, glaube ich. Ich sah Chloe wieder sterben, getötet von meinem Lieblingslehrer. Warum? Weil wir dumm waren und uns von Jefferson Nachricht täuschen ließen? Wir gingen also zum Schrottplatz und in seine Falle. Wir hätten die Polizei rufen sollen, als wir Rachel fanden, aber Chloe und ich waren schon zu weit gegangen. Ich denke immer, ich sei unbesiegbar oder eine echte Superheldin. Aber ich bin nur Max Caulfield. Ist meine Kraft nur ein Unfall des Schicksals? Oder werde ich wie Chloe bestraft? Was haben wir getan, um das zu verdienen? Was hat Rachel getan? Kate? William? Dann ist da noch Mark Jefferson. Ich kann ihn nie wieder Mister nennen. Bin immer noch geschockt, dass er hinter der Dunkelkammer steckt. Aber in den Fragmenten der Zeit erkenne ich, dass Jefferson stets Hinweise fallen ließ. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, wie lange er das schon tut, wem er es antat. Die Nadel. Ich kann sie noch fühlen. Gott sei Dank erinnere ich mich nicht, wie ich für Jefferson krankes Shooting bossiert wurde. Denk nur an all die anderen, die das durchmachen mussten, wie Rachel und Kate. Das bestärkte meinen Entschluss, aus dem Raum zu entkommen, um wenigstens ihn aufzuhalten und Chloe zu retten. Ich musste so oft in meine eigenen Fotos zurück, dass es mich verwirrte. Schlimmer, ich wusste, ich versaute wieder mehrere Realitäten, aber mir blieb keine Wahl. Chloe würde nicht auf dem Schrottplatz neben Rachel Amber sterben und niemals würde Jefferson die letzte Person sein, die ich je sehe. Ich kann mir nicht mal vorstellen, mit Jefferson im Studio zu sein und mich so zu verhalten. Alles war so sauber und steril und fühlte sich doch wie der schmutzigste Ort der Welt an. Wenn ich nicht die Zeit manipulieren könnte, was hätte ich getan? Was hätte ich tun können? Manchmal kam ich mir entfernt vor, als sehe ich mir selbst zu, wie ich durch diese Hölle gehe. Aber dank des Fotos aus Jeffersons Klasse half er mir persönlich bei der Flucht. Ich fühlte mich schrecklich, dass Victoria hier gelandet war, nur weil ich sie von Nathan gewarnt hatte. Ich hätte wissen sollen, dass sie Schutz bei Jefferson suchen würde. Stattdessen entführte er sie und ermordete sie beinahe wegen mir. Ich werde nie Jeffersons Blick vergessen. Kalt und gemein. Ich kam mir vor wie in einer dieser Krimiserien, die Mama so mag. Wie wird jemand bösartig? Er schoss Chloe in den Kopf. Einfach so, elender Wichser. Ich wünschte, die Polizei hätte Nathan verhaftet, nachdem ich Direktor Wells von den Drogen erzählte, die er Kate eingeflößt hatte. Er könnte noch leben und hätte Jefferson belasten können. Unglaublich, dass ich Scharfstellen und in mein Selfie aus der Kunststunde am Montag zurück konnte. Ich warnte David in einer Nachricht wegen Jefferson, nachdem ich mein Foto für den Wettbewerb abgegeben hatte. Puh, ich bin nur nicht ausgeflippt, weil ich diese irre Kraft habe. Ich muss sie dieses Mal richtig einsetzen und dann vielleicht nie wieder. Es war seltsam, wieder in Jeffersons Stunde zu sein, als hätte er mich nicht eben erst in einem Bunker gequält. Ich sah ihn zum ersten Mal, wie er wirklich ist. Ein manipulativer Psychopath, der nur Mist labert. Er benutzt Kunst, um Leute zu verführen, aber er besteht aus nichts als Hass und Perversion. Ich bete, dass ich diese Zeitlinie reparieren kann. Max in die Zukunft. Mir scheint, ich habe es in Ordnung gebracht. Chloe lebt. David wurde zu einem echten Helden, als er Jefferson und seine Dunkelkammer auffliegen ließ und damit auch Nathan und dessen Vater implizierte.
Die Prescotts kontrollieren Arcadia Bay nicht mehr. Ich bin jetzt die offizielle Heldin des Alltags und auf dem Weg nach San Francisco mit Direktor Wells, der viel entspannter ist, wenn es nicht um Blackwell geht. Ich kann mich nur schwer entspannen, aber die Fragmente der Zeit nehmen Gestalt an. Die Galerie Zeitgeist war abgefahren. Wieso will jemand so Schüchternes wie ich für ihre Fotos berühmt sein? Schleimer interessieren mich nicht. Ich will nur mit tollen Künstlern rumhängen und von ihnen lernen. Es ist so cool, dass meine Arbeit in einer angesehenen Galerie ausgestellt wird und ich die Reaktion des Publikums erlebe. Aber ich mag das Rampenlicht nicht. Ein Berkeley-Reporter war auch anwesend. Ich wüsste gar nicht, was ich ihm sagen sollte. Oh ja, dieses Selfie repräsentiert meine Seele. Bevor ich so rede, zerreiße ich alle meine Fotos. Es war nett, einen ruhigen Moment für mich zu haben, in dem meine Träume wahr wären, nicht meine Albträume. Ich sah eine echte Vision meiner Zukunft und davon, wer sie sein will. Also stört es mich nicht, zurückzugehen und mein Wettbewerbsfoto zu vernichten. Der Sturm steuert nach wie vor auf Arcadia Bay zu, also ist Chloe weiterhin in Gefahr. Kein Preis ist es wert, sie erneut zu verlieren. Immerhin kann ich mein Bild für einen wichtigen Zweck einsetzen und wieder einmal in der Zeit reparieren, was ich ruiniert habe. Also tat ich es, eine weitere Zeitlinie auslöschend. Oder läuft die Realität ohne mich weiter? Verknote ich die Zeit nur? Meine größte Furcht ist, dass ich nicht zurück kann, wenn es am nötigsten ist. Oder dass ich mich an nichts erinnern kann. Mein Kopf wird platzen, wenn ich so weitermache. Nasenbluten ist ein schlechtes Zeichen. Und doch bin ich hier, kann mein Foto zerreißen und David wegen Jefferson warnen. Das heißt bloß, ich fliege nicht nach San Francisco. Noch nicht. Und ich muss Chloe vor dem Sturm beschützen. Ich wusste, es lief zu gut und ich hab's vermasselt, wie immer. Jefferson war sauer, dass ich mein Wettbewerbsfoto zerriss und flippte wegen meinem verschwendeten Talent aus. Der Mistkerl verbrannte mein Tagebuch, also konnte ich das Selfie nicht benutzen. Mein ganzer Plan war hin und ich konnte David nicht wegen Jefferson warnen. Und so landete ich wieder in der Dunkelkammer. Das Schlimmste war, dass Victoria fort war und Jefferson sie bereits umgebracht hatte. Und alles wegen mir. Ich war noch nie so hilf- und hoffnungslos. Umso entschlossener war ich, Zeit zurückzudrehen und auch Victoria zu retten. Erstaunlicherweise war es David Madsen, der zu meiner Rettung eilte. Dank seiner privaten Überwachung war er fast schon Jeffersons Schatten und folgte ihm zu der Scheune. Indem ich meine Kraft sinnvoll einsetzte, konnte ich im Kampf gegen Jefferson helfen. Ich weiß jetzt, dass Warrens Foto vom Parkplatz der einzige Weg ist, Chloe zu retten. Ich hoffe, er ist okay in diesem Sturm. Ich sagte David, dass Chloe tot ist. Und er tötete Jefferson. Mir fehlen die Worte. Zum ersten Mal seit meinen Visionen sah ich, wie der Sturm sich in der Realität manifestierte. Der schneidende Wind des Tornados ließ alles verzweifelter wirken. Ich war so erleichtert, Warren zu erwischen, aber er sitzt mitsamt Foto im Two Whales Diner fest. Ja, das sieht nach einem Job für Supermax aus. Ich lieh mir Jeffersons Auto und entdeckte eine traurige Nachricht von Nason. Er wollte mich warnen und nicht für Rachel verantwortlich gemacht werden, aber Jefferson vergab ihm nicht. Apokalypse Arcadia Bay. Nie zuvor habe ich die rohe Gewalt der Natur zu spüren bekommen. Meine Stadt wird zerstört und ich bin wütend, dass ich meinen Visionen keine größere Beachtung geschenkt habe. Ich hätte so viele warnen und retten können, statt ihnen beim Sterben zuzusehen. Ich entschied, mein Schicksal zu erfüllen. Egal was sein mochte, meine Kraft zum Guten einzusetzen und furchtlos zu sein. Keine Zeit für Furcht. Ich schaffte es gerade so in die Stadt und half, wo ich nur konnte, bis ich die Explosion des Diners durch ein Feuer verhindern musste.
Wenigstens konnte ich etwas tun. Ich hätte fast geweint, als ich Joyce und Warren sah. Obwohl sie sich fürchteten, waren sie stark und halfen allen im Diner, inklusive Frank, der zu meiner großen Freude lebte. Im Vergleich zu den Wahnsinn dieser Woche war erst Chloe und dann Warren zu küssen. Gar nicht so seltsam. Beides Mal war es, als zeigten wir der Welt den Mittelfinger. Und wenn ich schon sterben musste, dann wollte ich die beiden Personen küssen, die ich mag. Hauptsache war, ich hatte Warrens Foto und würde eine letzte Chance haben, Chloe zu retten. Mir war mulmig beim Gedanken an das Chaos, das ich verursacht hatte, aber es gab kein Zurück. Warren ist der Beste. Ich konnte mit seinem Foto zur Weltuntergangsparty zurück und ich habe jetzt mehr Vertrauen in meine Kräfte. Es ist immer schwer, mit Chloe umzugehen, wenn nur ich ihre Zukunft kenne. Aber Chloe schätzt Ehrlichkeit mehr als alles andere. Also erzählte ich ihr alles, von ihrer Lähmung über die Dunkelkammer bis San Francisco. Sie wollte nicht glauben, wie heldenhaft David ist. Aber sie wusste, ich lüge nicht. Und ich konnte erkennen, wie furchtbar Chloe es fand, was Jefferson mir angetan hatte. Chloe ist zurück. Mir war egal, dass dies der echte Weltuntergang war. Es war einfach so toll, sie nach allem wieder zu umarmen. Ich dachte an all die Zeitlinien, durch die ich gesprungen war und wie viel Chloe mir immer bedeutet hat. Unsere Leben waren immer miteinander verbunden. Wie sollte das nicht Schicksal sein? Wir waren in vielen gegensätzlich und uns doch sehr ähnlich. Im Geiste werden wir immer Piraten sein und die Welt erobern wollen. Ich möchte glauben, dass Chloe und ich immer füreinander da sein werden. Beste Freunde auf ewig, oder? Nichts ist vergleichbar mit der Erleichterung, aus einem lebhaften Albtraum zu erwachen. Trotz all der schrecklichen Ereignisse der letzten Woche fühlte ich mich so frei und hoffnungsvoll, als ich endlich aufwachte. Mein Albtraum enthielt so offensichtlich all meine Ängste zum Künstlerdasein, zu meiner Kraft und natürlich zu meiner Komplizin Chloe Price. Wir haben zusammen so viel durchgemacht, müssen vielleicht, je nachdem, wie all das ausgeht, noch mehr durchmachen. Ob im Himmel oder in der Hölle. Chloe ist mehr als meine beste Freundin, aber wie sieht sie mich wirklich? Ich weiß, sie war nicht sauer, dass ich sie nicht geküsst hatte. Wir sind nur schusselige Kinder, die in einer abgedrehten, tollen Welt aufgewachsen sind. Vielleicht hasste ich es deswegen so sehr, wie grausam sie in dem Albtraum war. Sie beleidigte mich und versuchte mich zu verletzen. Mein Herz schmerzte wortwörtlich. Ist das die Macht der Liebe oder der Freundschaft? Ich denke, du wirst es bald herausfinden, Max Caulfield. Wir haben sie ja geküsst. Wir haben sie geküsst, ja. Schöner Fehler. Sehr schöner Fehler, wir haben sie geküsst. Ja, wahrscheinlich gehört einfach nur das nicht dazu. Ja, wahrscheinlich. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin echt stolz auf uns, weil das Tagebuch hier haben wir jetzt eigentlich echt relativ flüssig gelesen, im Gegensatz zu allen anderen. Wir haben es endlich einmal geschafft. Und weil wir zum Schluss die SMS nicht mehr gelesen hatten, lesen wir die auch noch. Oh. Ja klar, gut, Warren. Das haben wir schon mit verziehen. Soll ich mich verziehen, Max? Bei dir, das mit ich war müde, musste anfangen. Das hatten wir noch nicht gelesen. Das ist rauf, da. Die Nachricht, die erste Nachricht von Max jetzt, ich war müde, ist die neueste. Warte mal. Also was wir noch nicht gelesen haben.
Nein, sag mir einfach, ich soll mich verziehen. Haben wir nicht gelesen. Doch, das habe ich gelesen. Wann? Das war in der Folge, glaube ich. Das mit Yo-Yo, Maxwell. Sag mir einfach, ich soll mich verziehen. Max? Das hatte ich schon. Ich war müde, bin früh gegangen. Wir sehen uns morgen, Warren. Abgemacht, schlaf gut. Warren, es ist schlimmer, als du glaubst. Übertragungsfehler. Warren? Übertragungsfehler. Wenn du das hier liest, sag allen, sie sollen sich einen Unterschlupf suchen. Schnell! Übertragungsfehler. Ja. Waren die letzten Ja. SMS, die wir geschrieben hatten. Ja. Nun gut. Also in der nächsten und allerletzten Folge werden wir dann die letzten Fotos sammeln, die wir nicht gekriegt haben. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Bis dahin Wow. wünschen wir euch viel Spaß und hoffen, ihr schaltet auch bei der letzten Folge von Let's Play Life is Strange ein. Tschüss. Ciao.